Hallo zusammen, ich habe heute jemanden vor die Kamera bekommen, den muss ich euch einfach vorstellen. Es handelt sich um die weiße Haut, das Lavendelauge, den Schrecken Pelors, Dagul, Finsterbrecher. Also bleibt dran, gleich erzählt euch mehr von sich. Herr Finsterbrecher, Sie sind eine chaotisch-böse Persönlichkeit. Wie kommt es denn überhaupt dazu? Könnten Sie uns das mal darstellen genauer? Als ich ein kleines Kind war, haben mich meine Eltern auf den Stufen einer Taverne ausgesetzt und ein schmutziges Bündel Stoff gewickelt. Der Tavernenwirt, ein Steinbrecher mit Namen, nahm mich wie sein eigen Fleisch und Blut auf, obwohl ich anders war als sie alle. Ich werde es nie verstehen, wieso er es gemacht hat. Meine weißen Haut und meine lavendelfarbenen Augen. Ich wurde immer angefeindet. Man hat gesehen, dass ich nicht dazugehöre. Ich bin tagtäglich von der Dorfjugend verprügelt worden. Jeden Tag, weil ich anders war und nicht dazu gepasst habe. Doch Vater, er hat mir viel geholfen. Er hat mir wirklich alles gegeben, was ich mir gewünscht habe und versucht, mich mit seinem Reichtum nach vorne zu drücken. Eines Tages ist ein rekrutierender Mann in unser Dorf gekommen und hat gesagt, das Militär braucht Frischfleisch. Also habe ich mich angeschlossen und dort einen sehr netten Elfen namens Tervan kennengelernt. Er hat mich in den Glauben Pelors eingeführt. Und wir waren so eine kleine Elite-Einheit, könnte man sagen. Eine verschworene Gesellschaft innerhalb der Armee. Also beschloss ich, ein Paladin Pelors zu werden. Doch eines Tages auf einer Mission, es ging um einen Troll, der einige Dörfer terrorisiert, wurde ich in einem Hinterhalt von einigen Orks, mit denen wir nicht rechnen konnten, schwer verletzt und zurückgelassen von meinen Kameraden. Als ich im Sterben lag, hörte ich von ihnen noch, dass ich es nicht wert sei, gerettet zu werden. Auch Tervan sagte so etwas. Meine Haut und meine Augen, sie müssen mich wohl zu einem, wie haben sie es gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Ein Schandfleck der Natur, ein Bastard, ein wertloses Leben. Das haben sie gesagt, das hat geschmerzt. Und sie ließen mich einfach zurück zum Sterben. Und das weckte meinen Überlebenstrieb. Und ich schwor mir, Rache an Pelor zu üben. Rache an jedem einzigen Soldaten zu üben und das verschissene Dorf in Schutt und Asche zu legen, wenn ich das nächste Mal zurückkomme. Was geschah darauf? Wem haben Sie sich dann angeschlossen? Wie sind Sie? Sie sind ja ein Eidbrecher geworden dann. Wem haben Sie sich angeschlossen? Ja, das ist eine interessante Frage tatsächlich. Ich bin eines Nachts, nachdem ich meine Wunden geleckt hatte und wieder zu mir gekommen war, ist aus dem Dunkel heraus eine Frau mit wunderschönen roten gelockten Haaren an mich herangetreten. Sie stellte sich als Glassania vor, die gewisse Tochter eines Asmodeus. Anfangs wusste ich noch nicht, wer das war, doch es stellte sich im Gespräch heraus, dass sie die Tochter des Herrschers der Hölle war. Und sie haben mir einen interessanten Pakt vorgeschlagen, nämlich, dass sie mir die Macht gibt, Rache zu üben und die Bastarde zu vernichten, die mir das angetan haben und die mich verraten haben. Im Gegenzug musste ich meine Seele verpfänden und ihren Kultisten übergeben. Aber meine Mission von ihr war, dass ich ihr ein Höllenportal öffne auf dieser Welt, damit sie dann mit ihrer Streitarmee die brachliegenden Lande und die Seelen sich holen kann, damit sie einfach an Macht gewinnt. Und wie soll man es sagen? Eine Hand wäscht die andere. Meine Seele ist auf dieser Welt bewacht von einigen dummen Kultisten. Sollte ich einen Fehler machen, vernichten sie meine Seele und ich sterbe. Aber sonst muss ich nur daran arbeiten, das Höllenportal zu öffnen. Ich bekomme meine Seele wieder und gelassen hier und ich mein System. Alle Länder in Schutt und Asche legen mit einem Hammerschlag. Jetzt vielleicht etwas kniffliger. Wie würden Sie im Charakter in möglichst wenig, meistens unter 5 Worten, beschreiben? Kalt. Unnachgiebig. Skrupellos. Spaß an der Qual.
die Quali anderer Leuten und absolut intolerant gegenüber Gläubigen. Was würden Sie als Ihre größte Schwäche bezeichnen und was als Ihre größte Stärke? Meine größte Schwäche? Ja, ich glaube, das könnten Sie aus einer der vorangehenden Fragen sehr gut beantworten. Meine scheiß Seele ist in ein Glas gesperrt bei irgendwelchen dummen Kultisten. Entweder können Sie die kaputt machen oder irgendeine Heldengruppe, wenn sie dazukommt. Und die andere Frage, meine größte Stärke? Ja, natürlich meine verstärkte Rüstung, meine Unnachgiebigkeit im Kampf und meine Zauber, die mir Glasnir gegeben hat. Mit denen ich gekommen bin, jene zu knechten, die mir im Weg stehen. Nun, erzählen Sie uns doch bitte, mit welcher Waffe Sie kämpfen und Feinde besiegen. Das würden wir sicher gerne erfahren. Ich habe nur eine Waffe, meine alte Doppelaxt. Ich habe eine Seite versilbert, sollte ich nochmal auf haarige Bestien trosten, wie damals beim Militär. Diese Lykanthropen und diese Wehrwesen generell, Schandflecke der Natur. Die müssen ebenso unnachgiebig ausgelöscht werden wie gläubige Idioten. Wie ist es? Verändern Sie irgendwie Ihre Stimme, wenn Sie reden? Und reden Sie dann hoch und nieselnd oder reden Sie in einer eher tieferen Stimme? Könnten Sie uns das mal zeigen? Ich spreche entspannt und langsam, so wie jetzt, wenn ich mit jemandem spreche, der noch nicht unter meiner Kontrolle steht, den ich noch nicht beeinflussen kann. Aber wenn ich jemanden beeinflussen kann und über ihm stehe, dann verhindere ich durchaus meine Stimme und ziehe die Kapuze tief in mein Gesicht. Und damit kann ich einfach Einschüchterung besser vonstatten gehen lassen, bis alle einen Kopf kürzer sind. Können Sie uns davon noch ein Beispiel geben? Sie wollen ein Beispiel hören mit dieser Stimme. Wenn ihr nicht das tut, was ich will, schlitze ich euch von oben bis unten auf und binde eure Gedärme an den nächsten Pfosten an der Straße, dass die Raben euch aufpicken werden. Reicht ihnen das? Pedor, hörst du das? Ich werde kommen und dich vernichten. Dich, deine Kultisten und die ganze Welt. Gut. Dann danke ich Ihnen für das aufschlussreiche, wenn auch kurze Interview und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Obwohl, wenn ich es mir so überlege, mögen die Götter ihrer Seele gnädig sein.